Mahlzeit, ich bin's, euer Tigger und heute ist wieder Dienstag, das heißt, es ist mal wieder Zeit für Mittelalter am Dienstag, ein Format, was ich schon was länger nicht mehr gebracht habe, es war so ein bisschen in der Versunkenheit, aber ich dachte mir so, ich kann das ja mal wieder aufrollen, jetzt kommt wieder jeden Dienstag eine Folge, ein Video über Mittelalter, sei es Mittelalter Rock, sei es Veranstaltungen, sei es CDs, sei es Reviews, sei es sonst was. Ich habe ja auch neulich das Tanzwut-Video so ein bisschen betrachtet. Das könnt ihr euch hier oben nochmal anschauen. Ja, aber heute geht es um Saltatio Mortis, Brot und Spiele, Klassik und Krawall. Ja, wie fängt man da an? Es sind quasi fünf Alben, die man so betrachten kann. Fangen wir da mal an mit der Brot und Spiele CD 1. CD1 ist ein typisches Saltatio Mortis Rock Mittelalter Album. Ich möchte es nicht als Mittelalter Rock bezeichnen, auch nicht als Mittelalter Album, weil Saltatio Mortis haben da, wie gesagt, neue Wege aufbereitet in dieser Sache. Sind halt nicht mehr der typische Mittelalter Rock von früher, ist halt auch kein Mittelalter mehr, es ist halt auch kein Rock an sich, es ist quasi Deutschrock mit Mittelalter Einflüssen. Es ist ein solides Rockalbum mit der ein oder anderen guten Dudelsackpassage, mit dem ein oder anderen Bezug aufs Mittelalter, auch ein Lied, das Mittelalter heißt, zusammen mit Mr. Hurley und Pinto von Fersengold gesungen. Ja, es macht Spaß, das Album zu hören. Ich muss sagen, ich habe mich zeitweise musikalisch sehr von Saltatio Mortis wegbewegt, weil sie so diese Richtung eingeschlagen haben, so auf dem letzten Album davor, und das ist mir so ein bisschen, ja, man konnte es hören, ich habe es auch live gesehen zwischendurch mal noch, aber ja, das Album hat mir dann nicht so gefallen, obwohl Brot und Spiele hat mir dann wieder sehr gut gefallen, vor allem weil es wieder rockig nach vorne ging und halt wirklich einen Weg eingeschlagen wurde, es ist nicht wieder dieses, ja, mal so, es ging halt wirklich gut nach vorne. Brot und Spiele CD1, das Rockalbum, kann ich wirklich sagen. Es ist ein gutes Rockalbum. Es ist sehr nach vorne gehend. Man kann es durchhören. Ich habe es mir vorhin sogar nochmal komplett angehört. Ich sag nur, das Rockalbum, also Brot und Spiele CD1, Daumen hoch. Brot und Spiele CD2 reiht sich eher so in die Reihe Heptisense und Tabernakel ein. Also das heißt, es geht wie auf den ersten beiden Mittelalter-Alben von Saltatio Mortis, also quasi das erste und das dritte Album, reiht es sich da so in diese Mittelalter-Schiene rein. Das heißt, natürlich modern gespielte Mittelalter-Mucke, so wie man sie halt von den Märkten von früher kennt, so wie ich sie kennengelernt habe. Ich bin durch die Mittelalter-Mucke quasi Saltatio Mortis-Fan geworden, nicht durch die Rock-Mucke. Ja, wer quasi eher so diese Spektakulum, Mittelaltermarkt, Muckemarkt, dem ist das wohl eher gelegen. Oder wer beides mag, dem natürlich auch. Und auch jeder Saltatio Mortis-Fan wird sich natürlich freuen über ein Mittelalter-Album. Album, CD, 2 halt von Brot und Spiele. Ich war sehr erfreut, dieses Album zu hören. Ich meine, ich habe es mir mehr als einmal bis jetzt schon angehört. Wenn man so unterwegs war, Kopfhörer in den Ohren, Saltatio Mortis und ab dafür. Es freut mich halt wieder so, dass es halt kein Rock ist und dass es halt vernünftige Musik ist. Vor allem halt gut produzierte Mittelalter-Alben. Wenn man so andere Bands hört, die produzieren die halt meistens selber. Das ist halt das Problem. Und bei Saltatio Mortis ist halt komplettes großes Programm an Leuten, die da sagen, kannst du so machen, kannst du so machen. Die haben Plattenlabel, die sagen, na, mach das mal besser so und so. Die haben natürlich auch ein bisschen mehr hier, ne, dass man das da reinstecken kann, was man bei den kleinen Bands natürlich nicht erwarten kann. Trotzdem mag ich die kleinen Bands sehr. Also ich gehe gerne auf Mittelaltermärkte und höre mir da auch die kleinen Bands an, weil das macht einfach nur Spaß, da ist noch Stimmung dahinter. Ich habe selber ja mal, wie gesagt, Mittelaltermucke gemacht. Wenn ihr da noch ein Video zu sehen wollt, hier oben habe ich auch erzählt, wie ich dazu kam, Mittelalter hier auf Facebook zu, auf YouTube zu machen. Ja, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Brot und Spiele, Klassik und Krawall. CD1 führt uns da direkt mal in ganz neue Wege von Saltatio Mortis rein, nämlich Klassik meets Saltatio Mortis, also kein Rock, Metal, sonst was. Schon Rock, vom Gesang her ist es ja immer noch das Gleiche, aber es ist wirklich
Klassik mit Orchester und sonst was gespielt. Damit reiht sich seit Tatio Mortis in eine lange Reihe von Bands und Musikern ein, die zusammen mit einem Sinfonieorchester, die zusammen mit Klassikmusikern ein Album aufgenommen haben. Hier aus unserer Szene, also aus der Mittelalter-Szene, wäre, könnte ich auch empfehlen, Cantus Buranus und Corvus Corax zusammen und Schandmaul auf ihrem Sinfoniealbum. Es ist, obwohl seit Tatio Mortis das wieder doch ein bisschen anders machen. Sie haben irgendwie gar keine eigenen Tonspuren so vom Hören her. Also mir fehlten die Dudelsäcke komplett auf dem ersten Album und ich weiß jetzt nicht, wer aus der Band da wirklich an der musikalischen Beteiligung dabei war, ob da jetzt die Bandmitglieder selber bei den Orchestermusikern dabei waren, das weiß ich nicht. Aber es hört sich auf jeden Fall gut an, so diese ganzen Lieder, die auf der Brotumspiele noch sehr rockig, sehr hart waren, da wirklich in einer klassischen Variante zu hören. Ich muss sagen, es ist nicht was für einen Einsteiger-Fan, es ist wirklich was für einen Fan, der sagt, oh, ich bin seit Tatio Mortis-Fan, das muss ich hören, oder es ist für jemanden, der wirklich mal was ganz anderes hören will. Weil das ist dann wirklich wieder Deutschrock auf Klassikinstrumenten. Weil da fehlt das Mittelalter halt mal abgesehen von den Texten halt sehr. Ich würde sogar sagen, jemand, der sich das als erstes anhört und da Fan von ist, weiß ich nicht, ob der sich was anderes nochmal anhören würde. Aber Klassik und seit Tatio Mortis passt zusammen, wenn man es zusammenpassen lässt. Die Stimme von Alea passt da gut rein. Hört es euch auf jeden Fall mal an, wenn ihr es noch nicht kennt. Ansonsten ist mein Tipp, holt es euch oder hört es euch auf Spotify an. Ich weiß nicht, ob man Spotify verlinken kann. Wenn man es verlinken kann, werde ich es unten in der Infobox auch nochmal verlinken. Es gibt auch noch eine Bonus-CD zu der Klassik- und Krawall-CD. Quasi von der Klassik-Variante ohne Gesang. Also, wenn ihr es euch mal ganz ruhig anhören wollt und quasi kein Alea dabei haben wollt, der singt, kann man sich das auch mal geben. Obwohl, das finde ich halt wieder, ich habe es mir eben mal im Hintergrund angehört, so einfach nur mal, um zu gucken, wie es ist. Meins ist es nicht, bin ich ehrlich, aber man kann es sich dann wahrscheinlich so beim Haushalt machen, beim Putzen, beim Kochen, was weiß ich, vielleicht mal anhören. Ja, oder wenn man gemütlich Auto fahren will. Oh, wenn man mit der Freundin mal oder mit dem Partner, mit dem Freund, was weiß ich, ne, wie so, da könnte das schon wieder passen. Klassik und Krawall hat ja neben Klassik auch Krawall mit dabei. Und das ist halt live aus Oberhausen. Ist ein gutes Live-Album von seit Tatio Mortis. Sehr gut abgemischt, sehr gute Crowd. Also ich muss sagen, da hat seit Tatio Mortis ein Brett an für ein Live-Album hingelegt. Das ist ja nicht die erste Live-Aufnahme von seit Tatio Mortis. Wird wahrscheinlich auch nicht die letzte bleiben von seit Tatio Mortis. Gibt es ja schon das ein oder andere Live-Album bzw. Live-DVD. Das ist hart, das ist ein gutes Rock-Album, ein gutes Mittelalter-Rock-Album. Für eine Live-Version sehr, sehr geil gemacht. Der Sound ist super aufgenommen. Kann ich echt nur sagen, Daumen hoch, habe ich eben ja schon mal mehr als einmal gemacht. Seit Tatio Mortis live immer eine Macht. Obwohl, ich muss sagen, ich gucke mir seit Tatio Mortis live mittlerweile gar nicht mehr so gerne an. Wegen, da gibt es doch den einen oder anderen Teenie-Fan in der ersten Reihe oder von hinten, die sich nach vorne durchboxen. Ja, ich habe dann immer Angst, wenn ich dann so mit meinem, wie ich halt auf einem Metal-Rock-Konzert abgehe, dass ich denen dann einfach wehtue oder dass die mich dann auch, ich möchte halt nicht die permanent irgendwie auf einer hochfrequentigen Art oder alle ich bin ein Kind von dir ins Ohr geschrien bekommen. Ja, das ist halt so, seit Tatio Mortis geht auch auf den Mittelaltermärkten leider immer noch in die Richtung. Wenn ich auf MPS gehe und dann die ganzen vermehrt jüngeren Mädchen oder Damen so sehe, die da machen. Nichtsdestotrotz ist die Band natürlich geil. Nichtsdestotrotz geht die Band auf der Bühne sehr ab und nichtsdestotrotz
werde ich sie mir wahrscheinlich auch auf den Konzerten und Festivals noch ein paar Mal angucken, weil viele meiner Freunde hören halt Satatio Mortis und wenn ein Festival ist, gehen die da natürlich hin, dann komme ich da natürlich mit, ist ja halt immer eine geile Show. Ich sag ja, Satatio Mortis Live ist schon, es ist so eine Sache für sich, die Show ist geil, die Band macht Spaß, aber die Mädels vor der Bühne nerven manchmal ein bisschen. Nichts gegen euch, ihr dürft so viel Fan sein, wie ihr wollt. Es gibt da auch, ich bin früher auch mehr ausgerastet bei einigen Bands. Ja, ist halt so eine spaßige Sache, Satatio Mortis Live. Ja, nach Brot und Spiele und danach Klassik und Krawall hätte ich noch einen Tipp für die Band. Wie wäre es mit einer dritten Version von dem Album? Nennen wir sie Zeit und Raum, also Time und Space, so, da kommt ja doch der Hufeld in mir durch. So, Zeit, das Ganze elektronisch zu machen, hab ja früher auch so ein bisschen gemacht, so elektronisch nach vorne, so ein bisschen Remix, Techno und Raum dann A Cappella. Ihr könnt euch noch eine gute A Cappella-Band suchen, so, das wäre dann eine dritte Variante von dem Album. Zeit und Raum, Klassik und Krawall und Brot und Spiele normal. Wäre das nicht mal was für euch? Wenn ihr Fans es da draußen auch wollt, ne, dann lasst mir leichter. Oder schreibt bei Satatio Mortis jetzt zu jedem Bild Hashtag Zeit und Raum. Und wenn sie nicht wissen, worum es geht, könnt ihr sie auf mein Video hier verlinken. Satatio Mortis, Hashtag Zeit und Raum unter alle Posts von Satatio Mortis. Wenn ihr auch dafür seid, dass es ein Techno und Akustik, also A Cappella Ding davon gibt. Würde mich sehr freuen. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da. Ihr könnt das Ganze hier abonnieren. Das wäre mir eine Ehre. Würde mich sehr freuen. Ihr könnt euch hier noch ein paar andere Videos angucken. Und bis dahin würde ich noch sagen, macht's gut und haut rein.